89. Minute nur noch 2:1 für den VfB Stuttgart. Kurz einmal die Situation aus München. Ja, Gerd Müller, und Sie können sich vorstellen, sofort diese... Los, komm, wir hauen ab. Das war doch eh eine Scheißidee. Ja, komm schon, sie hat doch gesagt, dass er kommt. Ja, hat sie, aber... Mensch, jetzt mach dir nicht ins Hemd, du wirst doch auch wieder zurück. Da bin ich mir nicht so sicher. Was? Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Was soll das jetzt schon wieder heißen, hä? Was soll das schon wieder heißen? Ja, das, was ich gesagt habe, du gehst mir auf den Keks, und zwar nicht erst seit heute. Na toll, das ist ja jetzt genau der richtige Moment. Mann, Mensch, jetzt zick hier nicht rum. Oh, Scheiße. Und es ist die 77. Spielminute. Hansa Rostock bäumt sich noch einmal auf, obwohl auch dieses Unentschieden nach den Spielständen, die wir kennen, nichts nutzt. Das alles mir, ja? Was mache ich eigentlich hier? Jetzt halt den Mund. Dieser Nigeria, aber er setzte den Ball dann aus diesem spitzen Winkel hin. Ach, Gunther, jetzt, wo sind die Klunker? Welche Klunker? Aus mich nicht raus hier! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich mach ja schon. Hilfe! Hilfe, Marie! Marie! Worauf wartest du? Hilfe. Das Messer! Marlies, komm, lass uns abhauen! Nein, ist denn hier keiner? Sag mal, spinnst du? Hilf mir doch, verdammt! Was ist los? Marie, was soll das? Marie! Was tust du denn noch hier? Arbeiten, siehst du doch. Psst. Ich dachte, du hast Besuch zu Hause. Eben, deswegen bin ich ja im Dienst. Also, wenn mein Patenkind zu Besuch wäre, ne, da würde ich... Du hast aber keins, schon gar keins mit Scharlach. Jetzt Ruhe. Das Duell gegen Schober zum zweiten und dieses Mal... Nein! Versemmelt er das Ding? Freddy, Scharlach, das ist total ungefährlich. Wenn du 7 Jahre alt bist schon. Können wir das nach Abpfiff weiter diskutieren? Wer spielt denn da überhaupt? Ist dir langweilig? Nimm doch schon mal das Telefon ab. Hallo? Wo? Wir kommen. Rostock ist in der nächsten Runde. Schluss, aus, vorbei, FC. Nee, es geht in eine Verlängerung. Ach, ich hab spielfrei. Mach dich schon mal warm, bist gerade eingewechselt worden. Sie lässt ihn verletzt liegen und rast mit dem Koffer auf und davon reizen. Mann und eine Frau, das kann man mit Sicherheit sagen. Na, immerhin, Quill. Das grenzt den Täterkreis ja gewaltig ein. Immer wenn Herr Kolb in Antwerpen Geschäfte gemacht hat, dann ist er auf dem Rückweg nach München hier bei Ihnen abgestiegen. Ja, mindestens 2-3 Mal im Jahr. Und immer nur für eine Nacht. Ich bin völlig am Ende. Er war ein guter Stammgast. Ja, das kann man wohl so sagen. Glauben Sie, man kann hier irgendwie die Presse raushalten? Das ist eine Katastrophe für das Haus. Welche Art von Geschäften war das? Wissen Sie das?
Naja, er war Juwelier und hat jedes Mal unseren Safe benutzt. Nicht wahr, Frau Hirsch? Wer wusste denn davon? Ich meine, wenn Herr Kolb anreiste, dass er anscheinend immer wertvolles Gepäck dabei hatte. Ich muss doch schon bitten, zweifeln Sie etwa an unserer Diskretion? Ich habe überhaupt nicht gezweifelt. Ich habe Ihnen gerade nur eine Frage gestellt. Ist Ihnen nicht gut? Anscheinend nicht. Habt ihr seine Familie schon erreicht? Nee, noch nicht, aber wir sind dran. Ah, Doc, manchmal freue ich mich ja, dich zu sehen. Sag mal, sieht meine Zunge irgendwie komisch aus, so himbeerartig? Nein, nur ein bisschen belegt. Wieso? Ach, nur so. Hat einer mal ein Taschentuch? Was ist das denn? Ich muss mir ja nicht auch noch mal einen neuen Anzug versauen. Hier, ist ganz frisch. Gut, dass ich es dazu sagen schenke. Siezen wir uns mal wieder. Sie kennen sich doch mit Kinderkrankheiten aus, Herr Doktor. Scharlach und so. Ja, Penicillin, warm zudecken. Und in zwei Wochen kannst du wieder in die Schule. Mann, Sie haben auch wirklich eine super Laune heute. Das ist nicht alleine Ihr Privileg, Herr Schenk. Holt mich aus dem Casino, vom Blackjack-Tisch. Und, lief's denn? Es fing gerade mal an zu laufen. Und hierfür hättet ihr mich wirklich nicht gebraucht. Eine Stichwunde am linken Oberarm, ein Schuss in die Brust, er war sofort tot. Kaliber 38, schätze ich mal. Könnte hinkommen. Aber wenn ihr es genau wissen wollt, müsst ihr bis morgen warten. Ich fahre jetzt heim und lecke meine Wunden. Viel Vergnügen noch. So, wir haben den Bruder des Toten erreicht. Jetzt halte ich fest, Kolb hat heute Vormittag in Antwerpen Diamanten gekauft. Für 800.000 Euro. Dann hat es sich ja gelohnt. Die Tatwaffe war vermutlich seine eigene. Hat den Waffenschein. Irgendeine Spur? Ja, wir haben Verstärkung angefordert, aber die beiden sind längst über alle Berge. Der Mann ist verletzt. Der muss noch irgendwo hier draußen rumspringen. Mist. Geht's wieder? Mein Gott, was habe ich da angerichtet? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Sie uns was erzählen wollen. Gib Gas. Du bist doch Arzt. Stimmt doch, oder was? Ja. Gut, ich habe da nämlich ein kleines Problem. Ist aber gerade keine Sprechstunde. Egal. Ich bin Privatpatient. Wo haben Sie Marie Menke und Heiner Wolf denn kennengelernt? Auf den Philippinen, letzten Dezember. Heiner und Marie hatten da eine Strandbar. Und da haben Sie sich dann angefreundet? Ja. Wie es halt so ist im Urlaub. Die beiden waren irgendwie ganz nett und ich war allein. Und vor einer Woche standen die beiden dann plötzlich vor ihrer Tür. Ihren Laden hatten sie wohl aus irgendwelchen Gründen aufgeben müssen. Es wäre auch nur für ein paar Tage, haben sie gesagt. Warum haben Sie ihnen von Ihrem Stammgast Kolb erzählt? Warum? Einfach so. Herr Kolb hat mir schon zweimal einen Antrag gemacht. Ich habe das nicht wirklich ernst genommen. Aber wir haben halt so rumgesponnen. Was wäre, wenn ich einen reichen Juwelier heiraten würde? Ach, daher wussten die, dass Herr Kolb heute Abend anreist. Irgendwie muss ich das wohl erwähnt haben. Das kann man doch nicht wissen, dass die so... Sie glauben doch nicht etwa, dass ich mit ihnen unter einer Decke stecke. Noch glauben wir gar nichts, Frau Hirsch. Haben die Ihnen denn erzählt, was Sie hier in Deutschland wollen? Geld auftreiben, um irgendwo in Asien wieder weitermachen zu können. Aber ich... Na, das ist denen ja auch schnell gelungen. Aber ich? Ich hatte den Eindruck, dass sie, also Marie, nicht wirklich scharf drauf war, mit ihm wieder zurückzugehen. Ich hatte das Gefühl, dass es da ganz schön gekriselt hat zwischen den beiden. Tja, offensichtlich gehen sie ja jetzt getrennte Wege. Was machen Sie jetzt? Ich versuche, das Projektil rauszuholen. Das kann jetzt ein bisschen wehtun. Machen Sie keinen Fehler, Doktor. Haben Sie nicht irgendwas gegen die Schmerzen, Morphium oder irgendwas? Ich bin ja nicht auf Laufkundschaft eingestellt. Meine Patienten brauchen keine Schmerzmittel mehr. Hier, beißen Sie da drauf. Das ist alles, was ich für Sie tun kann. Sie sind doch ein ganz harter Junge, oder? Ich warne Sie. Das sieht nicht gut aus. Das sieht wirklich nicht gut aus.
Kolb. Ja, ich werde das weiterleiten. Ja, wiederhören. Morgen. Morgen. Morgen, Heinz. So. Kein Wunder, dass seine Braut auf und davon ist, oder? Wir haben das Motorrad gefunden. War gestern als gestohlen gemeldet worden. Unversehrte Rückgabe an den Besitzer ist erfolgt. Mit viel Gepäck waren die ja nicht auf großer Fahrt. Da hat ja meine Frau mehr Klamotten mit, wenn sie fürs Wochenende zu ihrer Mutter fährt. Aber sie ist gesehen worden. Einem Busfahrer ist heute Nacht eine junge Frau in Motorradklamotten aufgefallen. 40 Minuten nach der Tat ist sie in Nippes in Richtung Neumarkt eingestiegen. War der einzige Fahrgast. Die Beschreibung trifft exakt auf sie zu. Ich hatte gerade den Bruder des Toten im Apparat. Die Familie hat eine Belohnung ausgesetzt von 20.000 Euro. Ist es, Mann. Die müssen sie ja haben. Besseres Foto wäre mir lieber. Ist nicht gerade ein Volltreffer. Sieh mal zu, was du daraus machen kannst. Und hier checkst du alle Adressen und Nummern. Das war bei ihr in der Reisetasche. Das sind ja nur philippinische. Mein Tagalog ist nicht so gut. Was ist denn das? Na, das, was sie da sprechen. Was du alles weißt, Franziska. Aber weißt du eigentlich auch, wo der Kollege Ballauf abgeblieben ist? Sag mal, hast du eigentlich gestern Abend... Doc? Doc, hey! Ballauf hier, Frau Meiser. Haben Sie vielleicht eine Ahnung, wo Dr. Roth steckt? Nee, ich habe ihn heute Morgen auch schon angerufen. Ah, Sie suchen den auch schon? Probieren Sie es doch mal mobil. Ja, auf dem Handy habe ich den auch schon versucht zu erreichen. Ja, dann privat. Soll ich ihn... Nee, machen? Zu Hause steckt er nicht. Er wollte sich bei mir heute Morgen schon gemeldet haben. Sehr seltsam. Ich rufe ihn gleich nochmal und sage Ihnen dann Bescheid. Ja, danke. Bitte, tschüss. Tschüss. Kannst du mir mal erklären, was passiert ist? Verdammt, Max, da liegt der Schere schneller. Du brauchst einen Arzt. Nein, kein Arzt. Jetzt halt doch mal ruhig. Ich muss seit Stunden pinkeln. Ich meine, am meisten würde er sich darüber geärgert haben, dass sein schöner neuer Anzug weg ist, oder? Ja, inklusive seiner Brieftasche. Na, da wird ja nicht mehr viel drin gewesen sein nach dem Casino-Besuch. Das ist schon ganz schön dreist, der Kerl, was? Ja. Hier ist es. Dr. Roth meint, Wolf wird nicht weit kommen mit seiner Verletzung. Das muss fürchterlich wehtun. Der hat wohl im Institut alles nach irgendwelchen Schmerzmitteln durchsucht. Hallo? Frau Menke? Schenk, Kripo Köln, mein Kollege und ich würden gern kurz mit Ihnen sprechen. Polizei? Es ist wichtig. Ganz oben. Danke. Nein. Doch. Dr. Roth glaubt jedenfalls, dass Wolf sich erstmal irgendwo eine Weile verkriechen muss, bis das Ganze einigermaßen verheilt ist. Fragt sich nur wo. Was hast du gesagt? Fragt sich nur wo. Sag mal. Sag mal, wo nimmst du eigentlich die Puste her? 20 Stockwerke? Und quasselt ohne Punkt und Komma. Menke. Ist das von Mozart? Beethoven, du. Mein Nase. Entschuldigung, ich stand unter der Dusche. Oh, das tut uns leid. Sie sind bestimmt wegen meiner Meldepapiere hier.
Ich hab's noch nicht geschafft. Ich bin gerade erst eingezogen. Keine Angst. Wir sind von der Mordkommission. Was? Kommen Sie rein. Ich brauche nur einen Moment. Kann gar nicht sein. Meine Schwester lebt doch schon seit Jahren auf den Philippinen. Nein, es gibt keinen Zweifel daran, dass sie an dem Überfall beteiligt war. Oh Gott. Marie ist also nicht hier bei Ihnen aufgetaucht? Nein, ich glaube auch gar nicht, dass sie überhaupt weiß, dass ich wieder zurück in Köln bin. Wie sind Sie eigentlich darauf gekommen? Übers Orchester in Boston, wo Sie gearbeitet haben. Wir haben die Telefonnummer im Gepäck Ihrer Schwester gefunden. Ach so. Warum sind Sie eigentlich zurückgekommen? Ach, private Gründe. Ich habe jetzt hier eine Stelle bei den Philharmonikern angenommen. 7 Jahre USA sind auch wirklich genug. Das kann ich gut verstehen. Ich war auch mal eine lange Zeit drüben. In 2 Wochen geht's los. Ihre Schwester hat sich auch telefonisch nicht bei Ihnen gemeldet? Nein, Marie und ich, wir sind gar nicht so, wie soll ich sagen, eng in letzter Zeit. Sie wissen ja, wie das manchmal so ist unter Geschwistern. Er hat gar keine. Nur so als Tipp, Sie müssen mehr nass in nass arbeiten, dann gibt's keine Streifen. Frau Menke, wir sind natürlich auf Ihre Mithilfe angewiesen. Wenn Ihre Schwester sich nochmal rührt, dann sollten Sie sich bei uns melden. Glauben Sie mir, ist wirklich das Beste für Ihre Schwester. Bevor sie sich in noch größere Schwierigkeiten bringt. Wir gehen davon aus, dass der Komplize noch hinter ihr her ist. Immerhin hat sie ihm die ganze Beute abgejagt. Hallo? Ist gut, wir kommen. Und passt auf, Wolf ist bewaffnet. Ja? Ciao. Freddy, komm. Ach nee. Nehmen Sie das nächste Mal Acryl, das deckt besser. Tschüss! Das habe ich jetzt nicht so ganz mitbekommen. Er hat dich mit der Waffe bedroht? Ja, Mann, auf jeden, Alter. Ist bei jetzt nirgendwo mehr sicher, oder was? Das war dieser Kerl hier. Der hat gehumpelt. Ja, genau, der. Codein oder Morphium wollte er haben. Hat aber nur ein bisschen Methadon da. Bin gerade auf Entzug und so. Aber nimmt er auch, sagt er. Dann hat er dich abgezogen und ist runter zur U-Bahn. Ja. Was will der mit Methadon? So gute Schmerzmittel. Stimmt, aber turnt nicht. Anzeige wäre in meinem Fall wahrscheinlich nicht ganz so die aussichtsreiche Variante, wa? Nee, Alter, nicht ganz so. Typisch mit euch Scheißbullen. Ich brauch's, Alter, nicht da. Mal ganz vorsichtig, ja? Du bist doch sowieso ein Faschoschwein. Wie bitte? Nazi! Weißt du was? Ich glaub, wir beiden sprechen uns jetzt mal das Gehirn, ja? Gar nicht gut drauf, der Kollege, wa? Gar nicht gut drauf, der Kollege, nee. Gar nicht gut drauf. Hacke. Wenn du den hier nochmal siehst oder irgendwas mitbekommst, dann rufst du mich an, klar? Ja, klaro, Ball auf Logo. Wir sind doch Kumpels. Ich bin mir sicher, dass der hier nochmal auftaucht. Er braucht dringend Schmerzmittel. Was ist denn da drin für mich? Pff, wenn du Glück hast, 20.000. Nee, das wären ja dann... Ach komm, hör auf, fang erst gar nicht an, das in Gramm umzurechnen. Also, halt die Augen auf. Das nächste Mal ein bisschen zärtlicher, wenn's geht, ja? Du bist so zickig, ja? Auf jeden Fall alle Apotheken und niedergelassenen Ärzte informieren. Der Flüchtige braucht starke Schmerzmittel. Gut. Jetzt ruf doch mal an, Freddy. Der
Ottmar freut sich doch. Der wartet seit Anfang Januar. Na, du hast doch gesagt, dass du dich mal bei ihm melden willst. Was glaubst du, wie viele Ärzte gibt's in der Gegend? Sicherlich mehr als einsatzbereite Polizisten. Was hast du da? Das ist die Aufstellung der Steine von dem Händler in Antwerpen. 10 lupenreine Dreikaräter. Das Zeug wird schwer zu verticken sein für einen Laien. Aha. Wieso glaubst du, dass Marie Menke noch in der Stadt ist? Weil die sich sicher vorher überlegt haben, an wen sie die Steine verscherbeln. Sonst ziehst du so ein Ding doch erst gar nicht durch. Okay, da werde ich mich mal bei den Kollegen umhören, wer als potenzieller Abnehmer in Frage käme. Guck doch mal im Branchenbuch nach unter H. Was? H, wie Hilla. Da ist schon wieder jemand, der die beiden Gesuchten gesehen haben will. Da soll Freddy sich jetzt mal drum kümmern. Vielleicht kommt er ja dann auf andere Gedanken. Hab ich nun Scharlach gehabt oder nicht? Das musst du doch noch wissen, Oma. Überleg doch mal. Und du, Freddy, da wäre jemand draußen. Das soll Ballauf übernehmen. Scharlach! Jetzt ruf doch mal an. Sag mal, Oma, hast du das Hörgerät an? Das ist jetzt wirklich wichtig. Ballauf meinte, du sollst... Hörgerät! Ach, Oma, vergiss es. Oma, ich muss Schluss machen. Tschüss! Tschüss! Ja! Habe ich irgendwo rote Flecken im Gesicht? Rotschonflecken, nein. Reg den nicht immer so auf. Schick sie rein. Wenn er gerade in der Innenstadt war, dann kann man ihn nicht vor einer halben Stunde in Dortmund gesehen haben. Und da ist was dran. Mit der Belohnung haben wir uns echt keinen Gefallen getan. Ja, danke, auf Wiederhören. Also, der rote Toyota wich meinem Cocker Spaniel Chantal aus? Ja. Kam ins Schleudern und fuhr dann gegen eine am Straßenrand geparkte Baumaschine. Jawohl. Obwohl der Wagen dabei beschädigt wurde, setzte er seine Fahrt fort. Genau. Und das Ganze passierte so gegen 3 Uhr nachts. So war's. Und am Steuer saß ein Mann, sagen Sie? Ja. Und daneben eine Frau mit dunklen Haaren. Das waren doch sicher die, die im Radio gesucht werden. Waren es diese beiden? Sie gestatten. Der Mann, nein, vielleicht, aber eher nicht. Die Frau, die sah schon ein bisschen so aus, glaube ich. So, glauben Sie. Na prima. Und wie ist das jetzt mit meiner Belohnung? Ach ja, genau. Tja, 20.000 habe ich jetzt gerade nicht einstecken. Aber wenden Sie sich doch an meine Kollegin, ja? Wolf hat sich anscheinend bei ihr gemeldet. Bei wem? Irrtum ausgeschlossen? Ja, er war es mit Sicherheit. Ich habe ihn an seiner Stimme erkannt. Und er hat nach ihrer Schwester gefragt? Ja, keine Ahnung, weil er überhaupt weiß, dass ich in Köln bin. Ich habe mich so erschrocken, ich habe direkt wieder aufgelegt. Schade. Ich habe Angst. Wer weiß, wozu der Typ in der Lage ist. Ich werde das Gefühl nicht los, dass sich da unten jemand rumtreibt. Jetzt beruhigen Sie sich. Wir werden ab sofort rund um die Uhr jemanden in Ihrer Wohnung postieren. Ja, danke. Sie haben da noch Farbe. Hier? Nee, da. Komm gleich wieder. Ich denke, ich werde doch mal gleich die erste Schicht übernehmen. Freiwillig? Mir kann ich mich wenigstens nicht anstecken. Das ist nicht witzig, wenn man als Erwachsener so eine Kinderkrankheit bekommt. Es kann voll auf die Keimdrüsen gehen und so. Keimdrüsen? Das ist doch egal. Hast du schon ein paar Kinder? Erwarten Sie jemand? Nein. Gehen Sie rein. Sophie, ich bin's, Lieselotta. Hallo, Sophie. Polizei, Hendo! Anniba, können Sie halten? Antonio Bartolini? Ja, das ist mein Name. Ich bin amerikanischer Staatsbürger. Können Sie mich bitte loslassen? Was ist los? Was ist mit ihr? Sie ist meine promessa sposa. My fiancée. Frau Menke, der Typ da draußen behauptet, ihr Verlobter zu sein. Nein, sagen Sie ihm, er soll gehen. Bitte, ich will ihn nicht sehen. Seinetwegen bin ich doch aus Amerika weg. Sie sagt, er soll verschwinden. Aber Sophie, ich komme direkt vom Flughafen aus Boston. Sophie, we must talk. Nein, sie will ihn nicht sehen.
Aber das kann nicht sein. Impossible. Sophie, ich habe die Lieselotte mitgebracht. Es tut mir leid, sie will sie nicht sehen. Lunge da lei, per me non ha diletto, volaron già tre lune, da che la mia Violetta agi per me lasciò dovizie, amori e le pompose feste. Was ist denn das für ein Krach hier? Das ist doch wahr, wirklich. Warum will sie mich nicht sehen? Warum will sie nicht mit mir reden? Das kann ich jetzt auch nicht sagen, das ist halt so. Ich habe ihre Puppe mitgebracht. Die hat sie vergessen in Boston. Sie liebt Lieselotte. Das ist jetzt aber nicht der richtige Moment. Ich kann Ihnen das auch nicht anders erklären. Gut. Dann ich warte upstairs. Ich muss Ihnen doch wohl nicht erklären, was Hausfriedensbruch ist, Herr Bartolini, oder? Hausfriedensbruch. Ja. Eine schöne deutsche Wort. Aber bitte, sagen Sie Toni zu mir. Okay, Toni, gut, okay. Sie stören eine polizeiliche Maßnahme, ja? Maßnahme. Auch kein schönes Wort. Was ist mit Sophie? Hat sie Probleme? Ich kann nur so viel sagen, es geht nicht um Sophie, glauben Sie mir, ja? Am besten wäre es, Sie würden jetzt gleich wieder zum Flughafen fahren. Das ist eine One-Way-Ticket. Zu mehr hat mein Geld nicht gereicht. Was glauben Sie, was ich verdiene als Opernsänger ohne Engagement? Wo soll ich heute schlafen? Für Hotel, ich habe kein Geld. Gut, dann werde ich mich jetzt in Gottes Namen um ein Hotelzimmer kümmern, ja? Ich heiße übrigens Max. Freut mich, Max. Toni. Ich weiß, Toni. Können wir? Sag mal, Max, ich habe Hunger. Bitte, pass mich hier mit Hunger. Ich habe große Hunger. Toni ist schon ein lieber Kerl. Aber er will einfach nicht begreifen, dass es diesmal vorbei ist. Immerhin ist er um die halbe Welt geflogen, nur um sie zu sehen. Ja, aber erpressen lasse ich mich nicht. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Außerdem habe ich wirklich andere Sorgen. Stimmt, wenn ich mich hier so umschaue. Na, das meinte ich jetzt nicht. Obwohl, wenn Sie schon mal da sind? Ich habe zwei linke Hände. Haben Sie mir eben gesagt, die Polizei, Ihr Freund und Helfer? Ja, aber da müssen wir erstmal eine stabile Leiter besorgen. Ja, okay. Du wartest hier draußen am Auto, klar? Keine Probleme, Kommissar. Einen schönen guten Tag, der Herr. Tag, Herr Niedlich. Was kann ich für Sie tun? Setzen Sie sich bitte. Und wie kommen Sie da ausgerechnet auf mich, Herr Hauptkommissar? In diesem Zusammenhang überprüfen wir natürlich alle stadtbekannten Hehler. Hehler? Das sind alles erstklassige Player. Die stammen aus dem fernöstlichen Raum. Hergestellt für den internationalen Markt. Hier sind die Papiere. Sie können sie gerne mitnehmen. Ich muss Sie doch nicht an Ihr Vorstrafenregister erinnern, oder? Eine Kette bedauerlicher Missverständnisse. Die in 4 Jahre Klingelputz eingebracht haben. Ja, die gute alte Justitia. Wie heißt es doch in dem Lied? Sie ist einmal im Leben so, den anderen geht es ebenso. Was man möchte so gern, bleibt so fern. Ja gut, wie dem auch sei. Also mich interessiert nur, ob einer von unseren Gesuchten bei Ihnen aufgetaucht ist. Nein. Schauen Sie mir mal in die Augen. Bin ich ein Trottler? Ich kaufe doch keine Diamanten, die aus einem Überfall stammen.
Dann kann ich ja davon ausgehen, dass Sie mich umgehend benachrichtigen werden, wenn Ihnen die Steine angeboten werden sollten. Aber natürlich, Herr Hauptkommissar. Ich bin doch ein gesetzestreuer Bürger. Und noch 2 Jahre auf Bewährung draußen. Wäre doch schade um das schöne Geschäft hier. Kundschaft, Sie entschuldigen. Was bezahlen Sie mir für diese Ring? Nix, weil der ist nichts wert. Aber für diese Uhr dort, an der ich mich vielleicht interessiere. Die verkaufe ich nicht. Die ist ein Geschenk von meiner Verlobten. Sag mal, ich hab dir doch gesagt, du sollst am Auto warten. Wollen Sie jetzt mein Geschäft ruinieren, Herr Kommissar? Aber Max! Wir beiden haben eine Abmachung, haben wir uns verstanden? Selbstverständlich, Herr Kommissar. Sie, wenn Sie es sich vielleicht anders überlegen, bei mir gibt es die besten Preise von Wuppertal bis Wien. Ja, nichts für ungut, Herr Kommissar. Fällt Ihnen niemand sonst ein, an den Ihre Schwester sich wenden könnte? Nee. Unsere Eltern sind ja auch schon seit Jahren tot. Und Marie lebt schon ewig nicht mehr hier. Ich meine, was würden Sie denn machen an Ihrer Stelle? Erstmal das Zeug loswerden. Marie ist doch keine Kriminelle. Die weiß überhaupt nicht, wie man sowas anstellt. Da unterschätzen Sie Ihr Schwesterchen aber ein bisschen. Vielleicht. Das geht ganz schön in die Arme. Ich verstehe gar nicht, wie Sie das bis jetzt ohne Leiter geschafft haben. Das war ja lebensgefährlich, die Konstruktion da. Stimmt. Was hat Ihre Schwester eigentlich gemacht, bevor sie nach Asien ist? Ach, alles Mögliche. Schule abgebrochen, eine Schneiderlehre abgebrochen, Job im Reisebüro. Abgebrochen. Mhm. Und Sie sind ja ganz anders, was? Naja. Irgendwie komisch, wie unterschiedlich Geschwister sein können. Verschiedener geht's gar nicht. Maries letzter Versuch war eine Schauspielschule. Ich glaube, sie war gar nicht mal so unbegabt. Dann ist ihr ja leider dieser blöde Kerl über den Weg gelaufen. Sie haben ganz schön gekleckert. Hier? Da. Sagen Sie, glauben Sie, ich habe Fieber? Nein. Bisschen erhitzt vielleicht von der Anstrengung. Sind Sie sicher? Ja. Dann überlegen wir doch mal, wo wir Sie heute Nacht hinlegen können. Das tue ich nur für Sie, Herr Ballauf. Eigentlich war das Zimmer neben Ihrem ab heute reserviert. Sie wissen, in der ganzen Stadt hier wird wegen der Messe kein einziges Mauser noch mehr. Ich weiß, Frau Schmuck, und ich bin Ihnen auch sehr, sehr dankbar. Ach, Sie sind ja Sänger. Was singen Sie denn so? Oper. Donizetti, Verdi, Puccini. Liebe die Italiener. So, dann kommen Sie mal rein. Musst du mich so erschrecken? Ruf vorher an. Dann schalt's Handy ein. Wie siehst du überhaupt aus? Mein Kollege Heinz Obst, der mich ablöst. Morgen. Morgen. Heinz ist übrigens Spezialist für Bodenverlegerarbeiten aller Art. Stimmt doch, Heinz? Was? Wieso? Ja, möchten Sie einen Kaffee? Ja, da sag ich nicht nein. Was willst du denn? Es geht doch. Schenk. Ah.
Franziska, was gibt's? Ja, natürlich bin ich schon wach. Nein, das Radio ist aus. Da hat jemand einen ziemlichen Jetlag. Also frag mich, was gibt's? Wo? Angler hat sie gefunden. Sie ist da vorne in den Ästen hängen geblieben. Und wo ist sie reingeworfen worden? Irgendwo stromaufwärts. Also theoretisch zwischen hier und dem Rheinfall von Schaffhausen? Theoretisch ja. Wenn sie überhaupt von jemandem hineingeworfen wurde. Bis jetzt könnte es auch ein Unfall oder Selbstmord gewesen sein. Irgendjemand ist da schneller gewesen als wir. Sieht so aus. Von den Diamanten keine Spur. Es würde mich wundern, wenn ich Wasser in ihrer Lunge finden würde. Das Opfer weist Frakturen im Bereich der oberen Halswirbelsäule in Höhe C1, C2 auf, die mit großer Sicherheit todesursächlich waren. Genickbruch? Vermutlich durch einen Schlag. Auf jeden Fall durch unmittelbare stumpfe Gewalteinwirkung auf den Nacken. Alle anderen Verletzungen sind postmortem entstanden. So. Und jetzt darf ich mich empfehlen. Meine Herren? Passen Sie auf, Doktor, ob hinten jemand im Auto sitzt. Und Sie sollten mal zum Arzt gehen, Schenk. Sie sehen wirklich nicht gut aus. Er hat recht. Mein Gott, jetzt hör doch mal auf mit deiner Ansteckungsangst. Du bist ja schon richtig hysterisch. Und wenn, dann hast du es sowieso schon. Meinst du? Ich hab schon einen dicken Hals. Dicken Hals? Ist ja nichts Neues bei dir. Na, der rote Toyota, halt Mann und fahr zurück. Was? Jetzt mach! Ölwanne im Arsch. Was soll denn das Scheiße? Roter Toyota. Die Dame mit dem Hündchen doch echt gehabt. Herr Kollege, Sie reden in Rätseln. Ruf du die Spurensicherung an. Ich mach die Halteabfrage. Ja, mach. Die Spurensicherung ist noch um die Ecke. Ja, Kollegen Schenk. Pass auf, Halteabfrage. Kennzeichen Köln. Dora Michael 6632. Roter Toyota Kombi. Baujahr, ich schätze mal 84. Das ist schrecklich. Ich glaub dir kein Wort. Muss doch von hier kommen. Von hier. Aber ich guck ihn noch nicht mal an. Aber da ist das Publikum, nicht hier. Scheint ja ein interessantes Stück zu sein. Wir sind hier mitten in der Probe. Wer sind Sie denn überhaupt? Jemand, der sich für Ihren roten Toyota interessiert.
Schenk, Repo Köln, Tag zusammen. Ah, ist die Karre wieder aufgetaucht? Ja. Wann haben Sie bemerkt, dass Ihr Auto gestohlen worden ist? Gestern früh, wollte zum Großmarkt nochmal weg. Das habe ich da alles zu Protokoll gegeben. Was wollen Sie jetzt noch von mir? Ihr Wagen wurde mit großer Wahrscheinlichkeit im Zusammenhang mit einem Verbrechen benutzt. Was? Wo waren Sie vorgestern Nacht, so gegen 3? Was weiß ich, ich habe gearbeitet. Wir stehen hier kurz vor der Premiere, danach war ich zu Hause. Das sind Sie als Faust, nicht wahr? Ja, ist aber über 10 Jahre her. Und gestern wird Ihr Gretchen mit Ihrem Wagen ins Wasser geschafft. Finden Sie das nicht eigenartig? Was sagen Sie da? Was ist mit Marie? Ich halte schon aus. Ihre Schwester war schon tot, als man sie dann reingeworfen hat. Sie ist dann im Genickbruch gestorben. Irgendjemand muss ihr einen ziemlich heftigen Schlag in den Nacken gegeben haben. Oder ihren Kopf auf eine harte Kante geschlagen haben. Könnte es kein unglücklicher Sturz gewesen sein? Ein Unfall? Möglich. Aber eher unwahrscheinlich. Warum hätte man sonst die Leiche beiseite geschafft? Und war es Wolf? Momentan müssen wir davon ausgehen, ja. Nee, ist klar. Ich habe das notiert. Sag mal, Franziska, ist das zu viel verlangt, einen halbwegs vernünftigen Kaffee zu kochen? Wir haben diese Plörre hier verbrochen. Du. So schlimm ist ja auch wieder nicht. In Porz hat heute Nacht einer versucht, in der Apotheke einzubrechen. Und? Ja, angeblich war der Täter nicht gerade gut zu Fuß. Sollen wir der Sache nachgehen? Natürlich, warum fragst du denn so blöd? Ja, offensichtlich gibt's einen neuen Verdächtigen. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt, Herr Rüther? Da wusste ich ja noch nicht, dass sie tot ist. Ich wollte sie nicht in Schwierigkeiten bringen, das kann man doch verstehen, oder? Er lügt. Also ist Ihre frühere Schauspielschülerin Marie Menke nach fast 10 Jahren völlig überraschend vorgestern Nacht bei Ihnen aufgetaucht? Ja, ich hatte sie seitdem nicht mehr gesehen. Sie hat gesagt, sie ist in Schwierigkeiten und braucht Hilfe. Das glaubt ihr doch selber nicht. Sie wollte erst bei mir übernachten. Aber das wollte ich nicht. Dann hat sie mich gefragt, ob sie wenigstens mein Auto haben kann. Für ein paar Stunden. Und das haben Sie ihr dann auch gegeben? Wir waren mal ziemlich gut befreundet. Kann ich sie nicht einfach so hängen lassen? Der macht uns doch was vor hier, der Herr Schauspiellehrer. Und als sie da nicht zurückgekommen ist, haben Sie den Wagen als gestohlen gemeldet. Ja, genau so was. Können Sie mir glauben. So, und jetzt kommt meine Version. Marie Menke erzählt ihm von dem Überfall und zeigt ihm die Beute. Unter irgendeinem Vorwand verfrachtet er sie in seinen Wagen, fährt mit ihr runter zum Rhein, gibt ihr eins über den Schädel und wirft ins Wasser. Jetzt ist nur noch die Frage, wo er die Klunker versteckt hat. Aber die werden wir schon noch finden. Entschuldigung, das ist kompletter Blödsinn. Ich war die ganze Nacht zu Hause. Was niemand bezeugen kann. Wofür es allerdings Zeugen gibt, ist der Autounfall, den Sie auf dem Weg zum Rheinufer gebaut haben. Ja, da staunen Sie, was? Herr Rüther, wir müssen Sie leider hier behalten. Das geht nicht. Wieso nicht? Jetzt ist Probe. In 2 Tagen ist Premiere. Wie stellen Sie sich das vor? Ich glaube, Sie sollten gleich mal Ihren Anwalt anrufen. Komm, der spielt uns doch nach allen Regeln der Kunst was vor. Kann schon sein. Aber irgendwie traue ich dem das nicht zu. Da sagt mir mein Bauch, nee, ich traue ihm das nicht zu. Wenn hier einer mit dem Bauch denkt, dann bin ich das. Und mein Bauch sagt mir... Kaffee? Ja, irgendwas stimmt mit dem nicht. Ich besorge mir gleich einen Durchsuchungsbeschluss für seine Klitsche. Und wenn die Steine noch bei ihm rumliegen... Dann wäre er ganz schön blöd. Sophie Menke hat angerufen. Sie fühlt sich wohl von deinem jungen Tenor belästigt. Der hat mir gerade noch gefehlt. Die Polizei, dein Freund und Helfer! El cielo,
sempre un amabile leggero vivo, in pianto, in riso, e menzognero. Ah, mein Freund, il commissario. Toni, was soll dieser Scheiß? Wir beiden hatten eine Abmachung. Du hast mir versprochen, Sophie in Ruhe zu lassen. Aber ich weiß. Ich wollte ihr nur die Puppe wiedergeben. Einen letzten Versuch. Nein, keinen letzten Versuch. Aber ich habe italienische Blut. Wir kämpfen für die Frauen. Ihre Schwester ist tot. Aber ich habe gar keine Schwester. Toni, Sophies Schwester, verstehst du? Madonna. Pass auf. Ich gebe dir das jetzt und du machst den Abflug. Abflug? Was meinst du, Abflug? Ich habe kein Geld für Abflug. Aber bitte, sag mal, was ist passiert mit ihrer Schwester? Gute alte Lieselotte, wie konnte ich dich nur drüben vergessen? Wegen dieser Puppe hatte ich früher mal Streit mit Marie. Ist doch rührend von ihm, dass er ihnen die Puppe mitgebracht hat. Ich finde schon, dass die Tone die Chance geben sollten, sich mit ihnen auszusprechen. Sie kennen ihn noch gar nicht. Sie wissen doch gar nicht, was passiert ist. Ist er das, der da singt? Nee, da muss er noch ein bisschen üben. Das ist schön. Von wem ist denn das? Rossini. Sehen Sie? Jetzt habe ich schon wieder was gelernt. Ich glaube ja, dass er kapiert hat, dass er sich von ihm fernhalten soll. Das Ganze nimmt mich doch mehr mit, als ich dachte. Das war ja immerhin ihre Schwester. Entschuldigung. Ja, schon gut. Es durfte immer nur ich mit ihr spielen. Meine Mutter hat gesagt, Marie würde immer alles schmutzig machen. Es war wirklich ungerecht von ihr. Wissen Sie, wie Sie Marie und mich früher immer genannt haben? Pech-Marie und... Gold-Marie? Gold-Sophie. Ich war immer die brave, fleißige, die ihren Eltern nur Freude macht, aber Marie... Sie war ja auch schwierig. Sagt Ihnen eigentlich der Name Christoph Rüther was? Christoph Rüther. Ach doch. Ich glaube, das war mal Maries Schauspiellehrer. Ich glaube, die hatten sogar mal was miteinander. Wieso? Ihre Schwester war noch kurz vor ihrem Tod bei ihm. Und da wollte ich mal fragen. Sie sagen das so, als hätte er irgendwas mit Maries Tod zu tun. Ich dachte, Sie gehen wirklich davon aus, dass Wolf der... Noch gehen wir von gar nichts aus, Frau Menke. Sophie, bitte. Das war ja klar. Das Telefonieren kann ich Toni leider nicht verbieten. Ich geh mal ran, ja. Toni, was soll das denn? Ich hab dir doch gesagt... Wer ist denn da? Ist Sophie da? Wer ist das? Das ist Wolf. Ist Sophie da? Gehen Sie ran. Nein. Nein, die ist im Moment nicht da. Wer bist du denn? Ich bin ein Freund von ihr. Ich helfe ihr gerade mit beim Renovieren. Kann ich ihr irgendwas ausrichten? Ich wollte nur wissen, ob ihre Schwester bei ihr ist, ob sie sich mal gemeldet hat. Ich muss Marie dringend sprechen.
Kann sie Sie denn irgendwo erreichen, Herr? Nee, ich melde mich wieder. Hallo? Hallo? Das verstehe ich nicht. Wieso tut er so, als ob sie noch lebt? Der tut nicht so. Ich glaube, der weiß es wirklich nicht. Ja, aber wer soll es denn sonst gewesen sein? Wenn wir Wolf über ihre Schwester kriegen wollen, dann soll der weiterhin in der Annahme bleiben, dass Marie Menke lebt. Also ich verlasse mich darauf, dass kein einziges Wort über die Tote in der Presse erscheint. Ihr schafft das schon, Krüger. Komm. Danke. Also die einzigen Juwelen, die wir hier gefunden haben, liegen im Fundus und sind aus Plastik. Da habe ich mir schon fast gedacht. Wäre auch ganz schön blöd von ihm. Hallo, Herr Kollege, hören Sie mir zu? Wäre auch ganz schön blöd von ihm. Meine Worte. Was hast du denn? Ich weiß nicht, ob Wolf mir geglaubt hat, als ich mit ihm am Telefon gesprochen habe. Also ein guter Schauspieler bin ich auch wieder nicht. Kannst ja hier Unterricht nehmen. Obwohl ich glaube, dass der Rüther demnächst eine Theater-AG im Knast aufmachen kann. Etwas befremdet bin ich schon, Herr Ballauf. Um genau zu sein, haben Sie hier in der Dienststelle noch alle Tassen im Schrank? Der Mann ist eigentlich Italiener, der muss aber zurück nach Amerika. Der hat aber kein Geld. Ach ja. Der Toni, der Herr Bartolini. Das ist der Ex-Freund von Marie Menkes Schwester. Und die will ihn jetzt nicht mehr sehen. Das ist wirklich kompliziert zu... Für überschwängliche Ovationen sehe ich hier eigentlich keinen Anlass. Der Mörder des Juweliers ist immer noch flüchtig. Die Komplizin wird tot aus dem Rhein gefischt. Von der Beute fehlt nach wie vor jede Spur. Nur ein vager Verdächtiger, gegen den wir recht wenig in der Hand haben. Ja, außer der laufenden Fahndung nach Wolf können wir uns leider nur noch an die Schwester der Toten hängen. Und hoffen, dass er uns da eine Falle geht. Nur hat er sich da seit Tagen nicht blicken lassen. Wahrscheinlich hat er Verdacht geschöpft. Ja, kann sein, da können wir ja nur noch hoffen. Gut. Dann hoffen wir beide jetzt mal gemeinsam, dass wenigstens diese Gegenüberstellung etwas bringt. Länger kann ich Ihren Herrn Rüther nämlich beim besten Willen nicht festhalten. Wie wäre denn jetzt soweit? Sie haben keine schlechte Stimme. Sie sollten sich überlegen, das professionell zu machen. Sag mal, unsere Rentnerin, die hat sich doch noch nie gesehen, oder? Nee, warum? Nee. Da. Also, Frau Brüde, lassen Sie sich Zeit. Der Nummer 4 war's. Ganz klar, die Nummer 4. Nur weil die Zeugin Tomaten auf den Augen hat, heißt das noch lange nicht, dass Rüther den Wagen nicht doch gefahren hat. Und das hat er. Da freut sich jeden Besen. Jetzt schmeiß doch mal das Brötchen weg, Freddy. Ach, ich kann doch nichts dafür. Ich konnte ihm ja heute Morgen kein Frühstück anbieten. Also es wird wirklich Zeit, dass ich mich wieder frei bewegen kann. Ich komme ja nicht mal mehr zum Einkaufen. Jetzt geben Sie uns noch ein bisschen Zeit, Sophie. Ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr daran, dass Wolf noch bei mir auftauchen wird. Noch ein paar Tage. Nehmen Sie es nicht persönlich, aber ich fühle mich langsam wie eine Gefangene, so unter ständiger Beobachtung. Wenigstens jetzt wäre ich gerne ohne Bewachung gewesen. Bist du nur zu Ihrem Schutz? Ich mache Ihnen ja auch keinen Vorwurf. Ja, das tun Sie. Was will sie denn mit dem Ding? Das ist eine Art Wiedergutmachung an Pechmarie. An wem? Ihrer Schwester.
Eigentlich hat die Puppe Marie immer mehr bedeutet als mir. Hallo, ich bin Christoph. Erinnerst du dich? Ach, hallo. Ich hoffe, es stört dich nicht, dass ich gekommen bin. Aber ich dachte, das bin ich ja einfach schuldig. Der hat Nerven. Dann mach's aus. Was gibt's? Wie läufst du denn rum? Ist das jetzt Vorschrift? Hacke, ich komme gerade von einer Beerdigung, also verarsch mich nicht. Das würde ich nie machen. Also, was ist jetzt? Der blinde Pitt hat ihn gesehen, vor einer halben Stunde mit einer Einkaufstüte. Der blinde Pitt? Das hat er nur zum Schnorrenball auf. Man kann sich seinen Informanten nicht aussuchen, wa? Wie wär's mit einer kleinen Anzahlung? Wo ist er? Im Abbruchhaus, in der Eubner. Kennst du doch. Na, und? Wie und? Ja. Fehlen nur noch 19.950. Oder du schuldest mir noch einen 50er. Also der hat mit Maries Tod nichts zu tun. Was macht sie da so sicher? Ich weiß es eben. So kann man sich doch nicht verstellen. Er ist Schauspieler. Ja, aber kein besonders guter, soweit ich mich erinnere. Vielleicht hat Wolf ja mehr Talent als er. Ja, vielleicht. Eubner Straße 14. Aber kommt ohne Musik und Festbeleuchtung, ja? Und Beeilung. Thank you.
A40 Dortmund Richtung Essen zwischen Bochum-Werne und Kreuz und Bochum, 1 Kilometer Stau. A40 Essen Richtung Dortmund zwischen Essen-Krei und Bochum-Wattenscheid West, 2 Kilometer. Ein weiterer Verlauf zwischen Tückeri. Sag doch, Kollegen. Wir haben die ganze Gegend durchgekämmt. Keine Spur von Wolf. Niente. Klingt auf Spanisch auch nicht besser. Das ist Italienisch. Mal deine Hände her, du Oberlehrer. Aua! Mann! Stell dich nicht so an, du Mädchen. Du bist infiziert. Das war eben richtig knapp. Hey, das ist ja ein ganz besonderes Tröpfchen. Aus deutschem Schrot und Korn und handnummeriert. Da bin ich ja mal gespannt, wie niedlich uns das erklärt, wie seine Nummer auf Wurstflasche kommt. Wie siehst du denn aus? Ganz Hemd versaut. Alles voller Schmiere. Na, da passt du ja bestens zu dem Typen, der da auf dich wartet. Also wundern tut's mich schon, Herr Niedlich. Ich verstehe Ihre Verwunderung nicht, Herr Kommissar. Diese reizende Flaschenpost hin oder her. Wir hatten eine Abmachung. Und hier bin ich. Wie konntest du nur einen Moment an seiner Rechtschaffenheit zweifeln? Absolut unverzeihlich. Also Wolf hat Ihnen die Steine angeboten. Angeboten ist zu viel gesagt, Herr Kommissar. Er hat mir lediglich in den letzten Tagen mehrfach Ware in Aussicht gestellt. Ach, mehrfach? Ja. Er war 2-3 Mal bei mir im Laden. 2-3 Mal? Und da kommen Sie jetzt erst hier hin? In Aussicht gestellt, sagen Sie. Was sollen wir uns darunter vorstellen? Er wollte grundsätzlich von mir wissen, ob ich Diamanten in guter Qualität haben möchte. Aber gesehen haben Sie die Ware nie? Nein. Er hat mich immer wieder auf das nächste Mal vertröstet. Wann ist das nächste Mal? Heute Nachmittag um 4. Wenn hier abgebrochen wird, das entscheide ich. Und jetzt haltet die Augen weiter auf, klar? Okay. Wie spät ist es eigentlich? Sechs. Ich sag dir, wir werden verarscht hier.
So mit der Ruhe, Herr Kommissar. Abwarten und Tee trinken. Ich glaube, wir gehen zur Abwechslung mal einen Kaffee trinken. Und zwar bei uns im Präsidium. Jetzt ist Schluss mit lustig, Herr Niedlich. Was ist denn los? Wollen Sie mir etwa drohen? Und wie? Sie kennen seinen Kaffee nicht. Ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen, was? Irgendwann werden Sie uns schon noch sagen, was Sie hier für ein Spiel spielen. Wir haben Zeit, Herr Niedlich. Sehr viel Zeit. Wo ist denn dieses verdammte Aufnahmegerät? Franziska! Max, ich wollte mich verabschieden. Ich fahre nach Hause. Du hast recht. Es hatte keinen Sinn. Toni, tut mir leid, ich habe im Moment überhaupt keine Zeit für dich. Merkwürdig. Dieser Mann, den ich habe gesehen heute bei Signore Niedlich im Laden, wann ich meine Uhr verkauft habe. Wen? Den da? No, no. Die andere. Der. Wann? Heute Nachmittag? Ja, warum? Max, warte mal. Warum haben Sie uns nicht gesagt, dass Rüther bei Ihnen war? Ein Kunde? Ich habe ein Geschäft, müssen Sie wissen. Er war das erste Mal bei mir. Was wollte er denn von Ihnen? Er wollte was verkaufen. Was, Diamanten etwa? Ja, aber das Angebot war nicht gut, zu teuer. Warum haben Sie uns das nicht vorhin erzählt? Ja, ich dachte, Sie interessieren sich nur für den Herrn Wolf. Dieser Rüther ist ein besserer Schauspieler, als wir geglaubt haben. Dann sieh zu, dass du sie wieder auftreibst. Wir haben im Moment ein anderes Problem, Heinz. Sophie Menke hat ihn ausgetrickst und ist weg. Vielleicht wollt ihr einfach mal wieder ohne Polizeibegleitung sein, ein Eis essen gehen oder so. Bei der Kälte? Also mir ist ganz schön warm. Ich glaube, ich krieg Fieber. Vielleicht solltest du mal wieder ins Theater gehen. Herr Rüther? Herr Rüther? Herr Rüther? Herr Rüther? Scheiße. Herr Rüther, können Sie mich hören? Ruf den Notarzt an. Das habe ich schon gemacht. Und? Sie glauben, dass er durchkommt, ist momentan aber nicht vernehmungsfähig. Tut mir leid, Ballauf, aber plötzlich war sie weg. Schon okay, Heinz. Und? Geht's wieder? Ich denke mal, Sie sind uns eine Erklärung schuldig, oder? Also, ich bin reingekommen und dann habe ich diesen Krach gehört. Stimmt. Dann bin ich hier rein. Und da war Christoph und Wolf hat auf den eingeprügelt, wie so ein Verrückter mit dem Hocker da. Wo sind die Steine, hat er immer wieder gebrüllt. Wo sind die Steine? Ich weiß das nicht! Und? Er hat nur geschrien, dass er keine Ahnung hat, wo das Zeug ist. Dass er bitte aufhören soll. Ich konnte ihm ja nicht helfen. Und wo waren Sie? Hinter dem Vorhang da. Und dann war Ruhe. Es war so gespenstisch. Ich habe mich überhaupt nicht getraut zu atmen. Und dann ist Wolf ganz nah an mir vorbeigegangen. Ich hatte echt solche Angst, dass er mich sieht. Was hatten Sie eigentlich hier so dringend zu suchen? Ich habe mich halt verabredet. Mit jemandem, der schwer unter Verdacht steht, Ihre Schwester umgebracht zu haben? Ja. Um Sie zu rächen, oder wie? Freddy. Was soll denn das eigentlich? Wo bin ich denn hier reingeraten? Ich möchte jetzt nach Hause. Ich möchte einfach nur weg. Freddy,
Jetzt schalt doch mal einen Gang runter. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die Kleine den Rüther so zugerichtet hat. Irgendwas stimmt mit der doch nicht. Ich sag dir jetzt mal, wie das war. Nachdem der Rüther heute Nachmittag zu dem Niedlich gefahren ist und ihm die Steine angeboten hat, da hat sich der Niedlich das noch mal überlegt, ob er den Wolf ans Messer liefert. Weil die Taube auf dem Dach wieder in Reichweite war, meinst du? Ja, der hat dem Wolf gesteckt, auf welchem Dach die Taube zu holen ist. Also du glaubst, dass unser Großhehler den Wolf auf den Rüther gehetzt hat, um doch noch zu seinem Geschäft zu kommen? Ja, genau. Aber der Wolf hat hier nichts gefunden. Das sagt sie zumindest. Also ich knöpfe mir jetzt noch mal unseren sauberen Niedlich vor. Sag mal, was ist denn los mit dir? Wir haben noch nicht Feierabend. Ich weiß. Hoffentlich funktioniert der Aufzug bei ihr wieder. Sie sehen richtig krank aus. Wissen Sie was? Ich mache Ihnen gleich mal einen kalten Umschlag. Im Moment brauche ich nur mal was zum Sitzen. Lass das Ding fallen. Hast du mich nicht verstanden, du Arsch? Hallo, Marie. Lange nicht gesehen. Marie? Erstaunst du was? Hat uns ganz schön verarscht, die Kleine. Schön siehst du aus. Los, rein da. Los. Der Niedlich wartet da drin mit seinem Rechtsbeistand. Da kann er noch eine Weile warten. Ist noch ein Kaffee da? Ja, klar. Widerlich. Also, wo hast du das Zeug? Lass mich fliegen! Einer hilflosen Frau was zu leide. Also, wie wär's? Oder er braucht jetzt gleich wirklich einen Doktor. Seit wann hörst du denn sowas? Ist schön, nicht? Hat Toni mir zum Abschied geschenkt. Rossini, ne? Nee, Puccini. Ist ja komisch. Warum erzählt die mir denn, das wäre von Rossini? Wer? Ja, Sophie Menke. Und die ist Musikerin, die muss ja schließlich wissen. Hm. Sag mal, ist Toni noch da? Ja, sein Flug geht erst in 3 Stunden. Mach mal lauter. Toni, aufwachen. Max. Das ist von Puccini, oder? Nessun dorma. Keiner schläft. Turandot, 3. Akt. Und warum sagt mir Sophie, das sei von Rossini? Sophie? Ma, da hat sie dich ganz schön in die Arme genommen. Hast du ein Foto von ihr? Irgendein, scheißegal. Warum? Du weißt doch, wie sie aussieht. Ist was? Jetzt weiß ich auch, warum sie dich nicht sehen wollte. Komm, Freddy, geh schon ran. Jetzt komm schon. Hallo?
Sie auf, Wolf. Das hat doch alles keinen Sinn mehr hier. Hätte ich dir gar nicht zugetraut, die eigene Schwester um die Ecke zu bringen und so zu tun, als wärst du sie. Ich hab Sophie nicht umgebracht! Was ist denn los mit ihm? Schwächelt ein bisschen dein Beschützer. Mann. Der ist krank und braucht einen Arzt, das siehst du doch. Hoffentlich nichts Ansteckendes. Hier, das Zeug wirkt Wunder, da merkst du gar nichts mehr. Es war ein Unfall. Beim Decke streichen. Sie haben doch gesehen, wie wackelig das Brett auf dem Stuhl lag. Wir haben uns gestritten und die hat mir überhaupt nicht zugehört. Ich habe ihn nur ein bisschen am Hosenbein gezogen und dann ist sie abgerutscht und hinten mit dem Kopf auf die Kante geknallt. Die meisten Leute, die sterben ja im Haushalt. Klar. Du bist so nein. Aber dass du die Klunker nicht mehr hast, das kannst du keinem erzählen. Sie müssen mir glauben. Exklave hat mir jedenfalls was anderes gebeichtet. Er sollte einen Käufer für die Dinger für dich auftreiben. Immerhin 50-50, eine wirklich großzügige Provision. Na, dafür hat er dir ja auch geholfen, deine Schwester zu entsorgen. Es geht auch nichts über gute alte Kumpels, oder? Heinz, steig ein. Irgendwas stimmt damit Freddy nicht. Ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Rüther ist aufgewacht. Weißt du, was der mir erzählt hat? Das kannst du mir auch im Auto erzählen. Freddys Handy. Scheiße. Wolf war auch hier. Und wo sind die jetzt? Da, wo unsere falsche Schwester die Beute versteckt hat. Mal, hat ihr uns gelingt. Viele Gelegenheiten hat sie ja nicht gehabt, die Diamanten verschwinden zu lassen. War ja immer einer von uns um sie rum. Was guckst du da? Da war doch die alte Puppe drin. Wo ist denn die hin? Ist beerdigt worden. Was? Ja, auf dem Friedhof. Ich kann nicht mehr. Mann, lass mich doch weitermachen, oder willst du, dass der hier tot umfällt? Ja, warum nicht? Oh Gott, kotzt du mich an? Du kotzt mich so an mit deinem billigen Zynismus jetzt noch! Ich werde mich bessern, wenn wir erst mal wieder in der Sonne sind. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mit dir noch irgendwo hinfahre? Na, so verschieden sind wir doch gar nicht. Oder denkst du jetzt etwa wirklich, dass du dich in deine brave Schwester verwandelt hast? Halt die Fresse! Die deutsche Polizei ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Was hat denn unser Weichei? Scharlach, du Arschloch! Was? Das glaubt mir keiner. Der kleine Polizist hat Scharlach. Hast du es endlich?
Hier. Hier in meiner Hand ist unsere Zukunft. Im Dreck liegt sie. Komm, Marie. Lass uns abhauen. Du bist das Letzte. Was ist das denn jetzt? Willst du zum zweiten Mal beerdigt werden, oder was? Komm, dann schieß doch. Wow, echt cool, die Braut. Echt cool. Und du willst du doch nicht an der Kinderkrankheit sterben, hä? Hey, hör auf! Bist du völlig wahnsinnig geworden? Hör auf! Los, die Waffe runter! Waffe runter, los! Waffe runter! Freddy, alles in Ordnung? Ich glaube, ich muss ins Bett. Wir brauchen einen Krankenwagen. Zwei. Ihr neues Leben fängt wohl anders an, als Sie sich das vorgestellt haben. Aber immerhin. Es fängt an.